Hallihallo, liebe Deutschlernende! Habt ihr schon einmal beobachtet, dass Paare, also zwei Menschen, die sich lieben, oft sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben? Einer ist zum Beispiel still, der andere laut. Einer liebt die Sicherheit, der andere das Risiko. Genau darum geht es in unserem heutigen Dialog. Du lernst interessante Eigenschaften auf Deutsch kennen, die du dann auch verwenden kannst, um Menschen zu beschreiben. Lasst uns gemeinsam Deutsch üben. Marvin, ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Unsere Eltern haben sich schon wieder gestritten. Es ging um das übliche Thema, die Ordnung. Du weißt ja, unser Vater ist extrem ordentlich. Bei ihm muss alles picobello aufgeräumt sein. Er war schon immer zu Hause für das Putzen und die Ordnung verantwortlich. Dagegen lässt unsere Mutter gern mal ihre Sachen herumliegen. Das nervt ihn natürlich. Und die beiden wissen nicht, wie sie mit ihrem unterschiedlichen Ordnungsbedürfnis umgehen sollen. Ja, das war schon immer sehr herausfordernd für die beiden. Und sicher auch für dich. Aber weißt du, jeder Mensch hat eben seine eigene Persönlichkeit. Manchmal können wir unsere Eigenschaften nicht so leicht verändern. Das stimmt. Eigentlich haben sie auch nicht so viele Themen, über die sie sich streiten. Sie haben viele gute Eigenschaften, die sie aneinander schätzen. Deswegen hat ihre Ehe wahrscheinlich auch so viele Jahre gehalten. Unser Vater zum Beispiel ist sehr zuverlässig. Immer wenn wir ihn brauchen, ist er für uns da. Wenn er etwas verspricht, hält er es auch. Unsere Mutter ist sehr optimistisch. Wegen ihres Optimismus herrschte immer eine gute Stimmung zu Hause. Sie hat immer vertraut, dass am Ende alle Probleme gelöst werden können. Ja, genau. Das ist doch gerade das Schöne im Leben, dass jeder anders ist. Papa ist sehr sorgfältig und achtet bei allem auf die kleinen Details. Er ist ein guter Problemlöser. Unsere Mutter ist dafür sehr abenteuerlustig. Sie ist immer bereit, neue Dinge auszuprobieren. Sie sind wirklich ein wenig wie Tag und Nacht. Aber ich glaube, dass ihre Beziehung gerade wegen ihrer Gegensätze so gut funktioniert. Weißt du, was ich auch interessant finde? Dass du und ich in vielen Dingen komplett anders sind als unsere Eltern. Du bist zum Beispiel sehr feinfühlig und bekommst sofort mit, wenn es jemandem nicht gut geht. Besonders für unsere Oma hattest du immer ein offenes Ohr. Danke, Marvin. Du bist lieb. Was sind eigentlich meine besonderen Eigenschaften? Du bist sehr kontaktfreudig. Du liebst es, mit anderen viel Zeit zu verbringen. Ja, du bist ein sehr geselliger Mensch, finde ich. Das stimmt. Aber früher war ich sehr zurückhaltend und ruhig. Meine gesellige Art hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Ich denke, du bist viel selbstbewusster geworden. Es fällt dir jetzt leichter, mit anderen zu reden. Wie hast du es geschafft, deine Unsicherheiten zu verlieren? Ich denke, ich habe mich gezwungen, gelegentlich meine Komfortzone zu verlassen. Zum Beispiel habe ich versucht, an der Uni öfter Präsentationen zu halten, obwohl ich dabei immer aufgeregt war. Oder ich habe mich mit neuen Leuten getroffen, die ich nicht kannte. Mit der Zeit habe ich gelernt, lockerer zu sein und mehr Selbstvertrauen zu haben. Wie cool! Es ist wirklich schön, über dieses Thema zu reden. So kann man einander besser verstehen. Wie würdest du deine Eigenschaften beschreiben? Schreib es gern in die Kommentare. Vokabeln und Ausdrücke.
Eigenschaften und ihre Gegenteile. Ordentlich, sauber und aufgeräumt. Das Gegenteil? Unordentlich, chaotisch. Du weißt ja, unser Vater ist extrem ordentlich. Er lässt nichts herumliegen und mag es nicht, wenn jemand unordentlich ist. Das Ordnungsbedürfnis, das Verlangen, dass alles sauber und aufgeräumt ist. Unser Vater hat ein größeres Ordnungsbedürfnis als unsere Mutter. Er braucht Ordnung, damit es ihm gut geht. Zuverlässig sein. Sich auf das Wort einer Person verlassen können. Eine Person tut, was sie sagt. Das Gegenteil, unzuverlässig. Er ist sehr zuverlässig. Man kann sich immer auf ihn verlassen. Ein Versprechen halten. Machen, was man gesagt hat. Das Gegenteil? Ein Versprechen brechen. Unzuverlässig sein. Es ist wichtig, seine Versprechen zu halten. Jemandem, der seine Versprechen bricht, kann man nur schwer vertrauen. Optimistisch. Immer das Gute erwarten. Das Gegenteil? Pessimistisch. Unsere Mutter ist sehr optimistisch. Sie glaubt immer, dass am Ende alles gut wird. Mein Großvater dagegen war pessimistisch. Er dachte immer, dass am Ende alles schief geht. Sorgfältig, genau und vorsichtig. Das Gegenteil? Nachlässig, ungenau. Papa ist sehr sorgfältig und achtet auf kleine Details. Mama ist im Umgang mit den Details etwas ungenau. Der Problemlöser. Eine Person, die gut Probleme lösen kann. Er ist ein guter Problemlöser, denn er kann logisch denken. Abenteuerlustig. Neue und aufregende Dinge mögen. Das Gegenteil? Vorsichtig, sicherheitsliebend. Weil unsere Mutter sehr abenteuerlustig ist, macht sie gern Reisen in ferne Länder. Ich bin aber eher vorsichtig und sicherheitsliebend und bleibe daher zu Hause. Feinfühlig, sensibel und aufmerksam gegenüber den Gefühlen anderer. Das Gegenteil? Unsensibel. Du bist sehr feinfühlig und bekommst sofort mit, wenn es jemandem nicht gut geht. Ich habe dich nie unsensibel erlebt. Ein offenes Ohr haben für jemanden. Gut und gern zuhören. Besonders für unsere Oma hattest du immer ein offenes Ohr. Kontaktfreudig. Gern mit anderen Menschen sprechen und Zeit verbringen. Das Gegenteil? Zurückgezogen. Du bist sehr kontaktfreudig. Du liebst es, mit anderen viel Zeit zu verbringen. Nur wenn es dir gar nicht gut geht, bist du zurückgezogen. Gesellig. Gerne Zeit mit anderen Menschen verbringen. Das Gegenteil? Ungesellig. Einzelgängerisch. Du bist ein sehr geselliger Mensch und liebst gemeinsame Aktivitäten. Es gibt aber auch ungesellige und einzelgängerische Menschen, die meistens allein sein wollen. Zurückhaltend. Sich lieber im Hintergrund halten. Bescheiden. Still. Das Gegenteil? Extrovertiert. Offen. Früher war ich sehr zurückhaltend und ruhig. Aber jetzt bin ich offener geworden. Selbstbewusst. Sich seiner Fähigkeiten sicher sein und Vertrauen in sich selbst haben. Das Gegenteil? Unsicher. Schüchtern. Ich denke, du bist viel selbstbewusster geworden. Früher warst du eher ein schüchterner Mensch.
das Selbstvertrauen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das Gegenteil, Selbstzweifel, Unsicherheit. Nach und nach habe ich gelernt, mehr Selbstvertrauen zu haben. Natürlich habe ich manchmal immer noch Selbstzweifel. Schreib jetzt gern ein paar eigene Beispielsätze in die Kommentare. So, jetzt bist du mit Sprechen dran. Sprich immer in den Pausen. Los geht's! Marvin, ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Unsere Eltern haben sich schon wieder gestritten. Es ging um das übliche Thema, die Ordnung. Du weißt ja, unser Vater ist extrem ordentlich. Bei ihm muss alles picobello aufgeräumt sein. Er war schon immer zu Hause für das Putzen und die Ordnung verantwortlich. Dagegen lässt unsere Mutter gern mal ihre Sachen herumliegen. Das nervt ihn natürlich, und die beiden wissen nicht, wie sie mit ihrem unterschiedlichen Ordnungsbedürfnis umgehen sollen. Ja, das war schon immer sehr herausfordernd für die beiden. Und sicher auch für dich. Aber weißt du, jeder Mensch hat eben seine eigene Persönlichkeit. Manchmal können wir unsere Eigenschaften nicht so leicht verändern. Das stimmt. Eigentlich haben sie auch nicht so viele Themen, über die sie sich streiten. Sie haben viele gute Eigenschaften, die sie aneinander schätzen. Deswegen hat ihre Ehe wahrscheinlich auch so viele Jahre gehalten. Unser Vater zum Beispiel ist sehr zuverlässig. Immer wenn wir ihn brauchen, ist er für uns da. Wenn er etwas verspricht, hält er es auch. Unsere Mutter ist sehr optimistisch. Wegen ihres Optimismus herrschte immer eine gute Stimmung zu Hause. Sie hat immer vertraut, dass am Ende alle Probleme gelöst werden können. Ja, genau. Das ist doch gerade das Schöne im Leben, dass jeder anders ist. Papa ist sehr sorgfältig und achtet bei allem auf die kleinen Details. Er ist ein guter Problemlöser. Unsere Mutter ist dafür sehr abenteuerlustig. Sie ist immer bereit, neue Dinge auszuprobieren. Sie sind wirklich ein wenig wie Tag und Nacht. Aber ich glaube, dass ihre Beziehung gerade wegen ihrer Gegensätze so gut funktioniert. Weißt du, was ich auch interessant finde? Dass du und ich in vielen Dingen komplett anders sind als unsere Eltern. Du bist zum Beispiel sehr feinfühlig und bekommst sofort mit,
wenn es jemandem nicht gut geht. Besonders für unsere Oma hattest du immer ein offenes Ohr. Danke, Marvin. Du bist lieb. Was sind eigentlich meine besonderen Eigenschaften? Du bist sehr kontaktfreudig. Du liebst es, mit anderen viel Zeit zu verbringen. Ja, du bist ein sehr geselliger Mensch, finde ich. Das stimmt. Aber früher war ich sehr zurückhaltend und ruhig. Meine gesellige Art hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Ich denke, du bist viel selbstbewusster geworden. Es fällt dir jetzt leichter, mit anderen zu reden. Wie hast du es geschafft, deine Unsicherheiten zu verlieren? Ich denke, ich habe mich gezwungen, gelegentlich meine Komfortzone zu verlassen. Zum Beispiel habe ich versucht, an der Uni öfter Präsentationen zu halten, obwohl ich dabei immer aufgeregt war. Oder ich habe mich mit neuen Leuten getroffen, die ich nicht kannte. Mit der Zeit habe ich gelernt, lockerer zu sein und mehr Selbstvertrauen zu haben. Wie cool! Es ist wirklich schön, über dieses Thema zu reden. So kann man einander besser verstehen. Fragen zur Geschichte. Wie beschreibt Zoe ihren Vater? A. als sehr abenteuerlustig. B. als sehr ordentlich und zuverlässig. C. als pessimistisch. Richtig ist Antwort B. als sehr ordentlich und zuverlässig. Welche Eigenschaft seiner Mutter mag Marvin besonders? A. ihre Abenteuerlust. B. ihre Ordnungsliebe. C. ihre Sorgfalt. Richtig ist Antwort A. ihre Abenteuerlust. Was hat Marvin getan, um selbstbewusster zu werden? A. Er hat öfter Präsentationen an der Uni gehalten. B. Er hat Kraftsport gemacht. C. Er hat vor dem Spiegel geübt, selbstbewusst zu wirken. Richtig ist Antwort A. Er hat öfter Präsentationen an der Uni gehalten. Welche Eigenschaft schätzt Marvin besonders an Zoe? A. Ihre Spontanität. B. ihre Zuverlässigkeit. C. ihre Feinfühligkeit. Damit du das Neugelernte nicht vergisst, solltest du dir den Dialog noch einmal anhören. Marvin, ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Unsere Eltern haben sich schon wieder gestritten. Es ging um das übliche Thema, die Ordnung. Du weißt ja, unser Vater ist extrem ordentlich. Bei ihm muss alles picobello aufgeräumt sein. Er war schon immer zu Hause für das Putzen und die Ordnung verantwortlich. Dagegen lässt unsere Mutter gern mal ihre Sachen herumliegen. Das nervt ihn natürlich. Und die beiden wissen nicht, wie sie mit ihrem unterschiedlichen Ordnungsbedürfnis umgehen sollen. Ja, das war schon immer sehr herausfordernd für die beiden. Und sicher auch für dich. Aber weißt du, jeder Mensch hat eben seine eigene Persönlichkeit. Manchmal können wir unsere Eigenschaften nicht so leicht verändern. Das stimmt. Eigentlich haben sie auch nicht so viele Themen, über die sie sich streiten.
Sie haben viele gute Eigenschaften, die sie aneinander schätzen. Deswegen hat ihre Ehe wahrscheinlich auch so viele Jahre gehalten. Unser Vater zum Beispiel ist sehr zuverlässig. Immer wenn wir ihn brauchen, ist er für uns da. Wenn er etwas verspricht, hält er es auch. Unsere Mutter ist sehr optimistisch. Wegen ihres Optimismus herrschte immer eine gute Stimmung zu Hause. Sie hat immer vertraut, dass am Ende alle Probleme gelöst werden können. Ja, genau. Das ist doch gerade das Schöne im Leben, dass jeder anders ist. Papa ist sehr sorgfältig und achtet bei allem auf die kleinen Details. Er ist ein guter Problemlöser. Unsere Mutter ist dafür sehr abenteuerlustig. Sie ist immer bereit, neue Dinge auszuprobieren. Sie sind wirklich ein wenig wie Tag und Nacht. Aber ich glaube, dass ihre Beziehung gerade wegen ihrer Gegensätze so gut funktioniert. Weißt du, was ich auch interessant finde? Dass du und ich in vielen Dingen komplett anders sind als unsere Eltern. Du bist zum Beispiel sehr feinfühlig und bekommst sofort mit, wenn es jemandem nicht gut geht. Besonders für unsere Oma hattest du immer ein offenes Ohr. Danke, Marvin. Du bist lieb. Was sind eigentlich meine besonderen Eigenschaften? Du bist sehr kontaktfreudig. Du liebst es, mit anderen viel Zeit zu verbringen. Ja, du bist ein sehr geselliger Mensch, finde ich. Das stimmt. Aber früher war ich sehr zurückhaltend und ruhig. Meine gesellige Art hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Ich denke, du bist viel selbstbewusster geworden. Es fällt dir jetzt leichter, mit anderen zu reden. Wie hast du es geschafft, deine Unsicherheiten zu verlieren? Ich denke, ich habe mich gezwungen, gelegentlich meine Komfortzone zu verlassen. Zum Beispiel habe ich versucht, an der Uni öfter Präsentationen zu halten, obwohl ich dabei immer aufgeregt war. Oder ich habe mich mit neuen Leuten getroffen, die ich nicht kannte. Mit der Zeit habe ich gelernt, lockerer zu sein und mehr Selbstvertrauen zu haben. Wie cool! Es ist wirklich schön, über dieses Thema zu reden. So kann man einander besser verstehen,